So, meine lieben Volleyballfans hier in der Arena Schwerin. Wir sind kurz vor Spielbeginn. Der Schweriner Sportclub empfängt heute den USC Münster. Musste in der Woche am Mittwoch leider gegen den Dresdner SC eine 3:0 Niederlage hinnehmen. In der Zeitung steht oder in der Presse allgemein möchte man natürlich diese Niederlage wieder wettmachen. Das bedeutet heute ein Sieg gegen den USC Münster. Und der USC Münster ist wieder erstarkt, ist vorne mit in der Tabelle. Und da muss der Sportclub heute schon Gas geben. Und wir hoffen auf eine volle Hütte, schönes Spiel. Und dann melden wir uns nachher nochmal wieder. Bis gleich, hier aus der Arena Schwerin. Genau, USC Münster zu Gast hier beim Schwerin SC gerade da. Seid ihr gut drauf? Vier Stellen gestern vor dem USC Münster. Auf geht's mit der ganzen Ball. Thank you.
Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir hier vom Kommentatorenplatz in der Arena Schwerin, wo heute der Schweriner SC auf den USC Münster trifft. Man hört es, die Halle ist gefüllt. Ein packendes und spannendes Spiel. Und damit hat Dennis Hanke diesen ersten Satz begonnen. Und der erste Punkt geht auch gleich an Schwerin. Damit steht es im ersten Satz 1-0. Punkt für den USC Münster, 1-1. Linus Barton. Anne Beuys mit dem zweiten Punkt für Schwerin, 2-1. Münster, Ausgleich 2-2. Weiter geht's mit der Nummer 10, Christine Kaspersky vom USC Münster. Der war im Aus. Muss mich revidieren. Punkt geht an Schwerin. 3-2. Weiterer Punkt für Schwerin. 4-2. Eine Angabe. Anne Haugenhaas. Und sie verwandelt den direkt 5-2 für Schwerin. Auszeit genommen vom USC Münster. Münster 5-3. Eine Angabe jetzt Andrea Berg. Der Ball ist drin. 6-3.
Schwerin jetzt. Christel der SDL mit der Nummer 5. Münster 6-4. Weiter geht's mit Hanna Kutura. Weiterer Punktgewinn für Münster 6-5. Der Ausgleich 6-6. Der Ball ist im Aus. Damit geht der USC Münster in Führung 6-7. Im Aus. Ausgleich für Schwerin. 7 beide. Julia Retzlaff. Punkt für USC Münster. Damit die erste technische Auszeit beim Stand von 7-8 im ersten Satz. Geht's mit Michaela Jelenkova. Ball im Aus. Punkt für Schwerin 8-8. Weiter geht's für den Schwerin SC mit Berit Kaufeld. Für Münster 8-9. Lea Hildebrand. Ball im Aus. 8-10.
weiterer Punktgewinn für den USC Münster. 8:11. Auszeit für den Schweriner SC. Alle Maus, 8:12. Punktgewinn für Schwerin 9:13. An der Angabe jetzt Dennis Hanke. Und der Ball von Ines Barton geht ins Netz. 10:14. Anne Beuys. Zweite technische Auszeit des ersten Satzes. Weiter geht es mit Christine Kaspersky. Mit dem Ass
10 zu 17. Weiterer Punkt für den USC Münster. 10 zu 18. Ja, wunderschöner Ballwechsel zwischen dem Schweriner SC und dem USC Münster mit dem glücklicheren Ende für Schwerin. 11 zu 18. Weiter geht es beim Schweriner SC mit Anja Brandt. Zu 19. Für Münster jetzt Andrea Berg. Der Ball ist drin. 11 zu 20. Weiterer Punktgewinn. 11 zu 21. Wechsel auf Schweriner Seite für Patricia Dormann und Christel Estelle. Ball ist im Aus. Punktgewinn für Schwerin. 12 zu 22. Ball erneut im Aus. 13 zu 22. Thank you.
geht jetzt auf 13:23. Für Münster jetzt Anna Kutura. Satzball des ersten Satzes. Punkt für Schwerin. Das war der 25. Punkt für den USC Münster im ersten Satz. Geben die Schwerinerinnen den ersten Satz nach Münster ab. Und wir melden uns zurück zum zweiten Satz im Spiel zwischen dem Schweriner SC und dem USC Münster. Hier in der Arena Schwerin. Es steht in den Sätzen 1:0 für den USC Münster. Aber der erste Punkt geht an Schwerin. Damit im zweiten Satz 1:0. Dennis Hanke. Und Christel Estel zum 2:0. Der Ball ging ins Netz, 2:1. Weiter geht's auf der Seite von Münster mit Ines Baden. Anja Brandt mit dem Punktgewinn für Schwerin, 3:2. Anne Beuys. Der Punkt geht nach Münster, 3:3. Christine Kaspersky.
Der Ball geht ins Aus. Punkt. Geht nach Schwerin. 4-3. Anja Brandt. Der Ball war drin. 4-4. Der USC Münster in Führung 4-5. Mit der Nummer 13 bei Münster Andrea Berg. Block. Vom USC Münster gewinnen 4-6 und Auszeit genommen vom Schweriner SC. Michaela Jelinkova mit dem Punkt für Münster 4-7. Der war zu weit, 5-7. Christel Estelle. Und damit geht es in die erste technische Auszeit im zweiten Satz. Gewinnen für Schwerin 6-8. Weiter geht's mit Julia Retzlaff.
Münster 6:9. Der Ball ging ins Netz. 7:9. Berit Kaufeld. Weiterer Punkt für den SSC. 8:9. Da war man sich beim USC Münster uneinig. Ausgleich 9:9. Und Auszeit genommen vom USC Münster. Nach Münster 9:10. Lea Hildebrand. Ein weiterer Punkt 9:11. Auf Schweriner Seite für Julia Retzlaff kommt Irugu Hakuta. Punkt für Schwerin. 10:11. Dennis Hanke. Der Ball war drin. 10:12. Schwerin 11:12. Anne Beuys für den Schweriner SC. Der war zu weit. 11:13.
und der Ball von Christine Kaspersky ging ins Netz. 12-13. Weiter geht's mit der Nummer 12, Anja Brandt. Weiterer Punkt für Münster. 12-14. Berit Kaufeld mit dem Punkt für Schwerin, 13-14. Weiter geht's mit Christel Estelle. Und Anna Kutura mit dem Punkt für den USC Münster. 13-15. Punkt für Schwerin, 14-15. Hiroko Hakuta mit der Angabe. Der Punkt ging nach Münster. Vierzehn zu 16. Und die Auszeit. Nein, Entschuldigung. Ist die zweite technische Auszeit im zweiten Satz. War zu weit, 15-16. Weiter geht's mit Berit Kaufeld. Der Ball war ins Aus. Ausgleich für Schwerin, 16-16. Und Auszeit genommen vom USC Münster. Thank you.
Der Punkt geht nach Münster. 16 zu 17. Eine Angabe jetzt. Lea Hildebrand. Boys mit dem Ausgleichstreffer 17 zu 17. Dennis Hanke. Münster 17 zu 18. Ines Barton. Und der Punkt geht nach Schwerin 18 zu 18. Habe jetzt Anne Boys. Den verwandelt sie direkt. Damit geht der Schweriner SC in Führung 19 zu 18. Weiterer Punktgewinn für Schwerin. Nein. Muss mich revidieren. Punkt geht nach Münster. 19 zu 19. Der Ball ist ins Aus. 20 zu 19. Anja Brandt mit der Angabe jetzt. Und der Ball von Christel Estelle ist drin. 21 zu 19. Anja Brandt mit dem Ass 22 zu 19. Der Punkt geht nach Schwerin 23-19. Erneuter Punktgewinn für Schwerin. 24 zu 19 und das heißt Satzball. Und damit
geht der zweite Satz mit 25 zu 19 an den Schweriner SC. Und wir melden uns zurück in der Arena Schwerin zum dritten Satz zwischen dem Schweriner SC und dem USC Münster. In den Sätzen steht es 1 zu 1. Und wir wollen mal schauen, was dieser dritte Satz für den Schweriner SSC bringt. Beginnen wird den dritten Satz Dennis Hanke. Und der Punkt geht nach Schwerin. 1 zu 0. Punkt für Münster, 1 zu 1. Ines Barthe. Für Schwerin 2 zu 1. Und Anne Beuys mit dem Ass 3 zu 1. Gleich die Reaktion von Münster mit der Auszeit. Mit dem Punkt für Münster 3 zu 2. Christine Kaspersky mit der Angabe. Da steht der Block 4 zu 2. Weiter geht's mit Anja Brandt. Für Münster 4 zu 3. Eine Angabe jetzt, Andrea Berg.
und Chris oder Estelle kloppt förmlich den Ball durch den Block. Fünf zu drei. Hiroko Hakuta, 6 zu 3 für den Schweriner SC. Für Münster 6 zu 4. Eine Angabe jetzt, Hanna Kutura. Der Ball ist im Aus. 7 zu 4. Der Block von Schwerin steht. Damit geht es in die erste technische Auszeit im dritten Satz beim Stand von 8 zu 4. Geht nach Schwerin 9 zu 4. Hiroko Hakuta mit der Angabe. Schwerin 10 zu 4. Auszeit für Münster.
Weiterer Punkt für Schwerin. 11-4. Und Dennis Hanke mit dem 12. Punkt für Schwerin. Wechsel beim USC, die Nummer 11, Michael da, Jelinkova geht raus, dafür kommt die Nummer 4, Tis von Picards. Im Netz 13-4. Kaufeld mit dem Treffer 14-4. Weiterer Punkt für Schwerin, 15-4. Der Ball war zu weit. Punkt für den USC, 15-5. Anne Boys mit dem Punkt für Schwerin zum 16-4 und das heißt zweite technische Auszeit im dritten Satz. Weiter geht's mit Berend Kaufeld an der Angabe. Der Ball ist drin. Punkt für Münster. 16-6. An der Angabe für Münster jetzt Lea Hildebrand. Punkt für Schwerin, 17-6.
An Angabe jetzt Dennis Hanke. Für Schwerin 18-6. War drin 18-7. Eine Angabe für den USC Münster jetzt die Nummer 17, Ines Baden. Weiterer Punkt für Münster, 18-8. Der ging ins Netz, 19-8. Christel Estelle mit dem Block 20-8. Und erneut Christel Estelle mit dem Block 21-8. Für den USC Münster 21-9. Christine Kaspersky mit der Angabe. Für den USC 21-10. Auszeit genommen vom Schweriner Sportclub.
Punkt für Schwerin, 22-11. Und weiter geht's mit Anja Brandt. Zu 12. Und Punkt von Hiroko Hakuta. 23-12. Christel Estelle. Der Ball war zu weit. 23-13. Denise Hanke mit dem Punkt für Schwerin, 24-14, Satzball im dritten Satz. Der ging ins Netz, 24-15. Und auch der ging ins Netz, 25-15. Damit geht der dritte Satz zugunsten für Schwerin aus und es steht in den Sätzen 2-1. Damit beginnt gleich der vierte Satz zwischen dem Schweriner SC und dem USC Münster. Es steht in den Sätzen 2-1. Beginnen wird den vierten Satz die Nummer 13 vom USC Münster, Andrea Berg. Der Ball ist im Aus und damit geht der erste Punkt an den Schweriner SC. An Angabe jetzt die Nummer 10, Dennis Hanke. Der Ball war drin, 2-0. Thank you.
für Münster 2-1. Ausgleich für Münster 2-2. Weiter geht's mit der Nummer 2, Hanna Kutura. Und die Führung für Münster 2-3. Zu vier. Auszeit für Schwerin. Der Ball ging ins Netz, 3-4. Anna Beuys. Punkt für Münster, 3-5. Der Ball war aus, 4-5. Anja Brandt. Auch der war aus und damit Ausgleichstreffer. 5-5. Auszeit vom USC Münster. Für Münster 5-6. Weiter geht's mit Lea Hildebrand.
Hiroko Hakuta mit dem Ausgleichstreffer 6:6. Eine Angabe jetzt, Christel Estelle. Der Ball war am Aus. 7:6. Der Ball ist drin. Ausgleich für Münster. 7:7. Für Schwerin 8:7. Das heißt, erste technische Auszeit im vierten Satz. Der Ball ist drin. Das Ass für Hiroko Hakuta. 9:7. Punkt für den USC. 9:8. Christine Kaspersky mit dem Ball ins Netz. 10:8. Der Ball von Berit Kaufeld geht ins Aus. 10:9. Andrea Berg. Der Ball von Lea Hildebrand geht ins Aus. 11:9. Eine Angabe jetzt. Dennis Hanke.
Der ging ins Aus. 11 zu 10. Anna Kutura für Münster jetzt eine Angabe. Und da stand der Block von Münster. Und damit der Ausgleichstreffer 11 zu 11. Und Anja Brandt mit dem Punktgewinn für Schwerin 12 zu 11. Eine Angabe jetzt, Anne Beuys. Der war zu weit. 12 zu 12. Michaela Jelenkova. Der Ball ging ins Netz. 13 zu 12. Für Schwerin jetzt eine Angabe, Anja Brandt. Punkt für Schwerin. 14 zu 12. Und Berit Kaufeld zum 15 zu 12. Auszeit jetzt für den USC Münster. Der Ball von Anja Brandt ging ins Aus. 15 zu 13. Lea Hildebrandt. Drin. 15 zu 14. Christel Estelle mit viel Übersicht zum 16 zu 14 und damit geht es in die zweite technische Auszeit im vierten Satz. Das ist ein Problem.
Der Ball ging ins Aus, 17 zu 14. Der Ball von Patricia Thormann ging ins Aus, 17 zu 15. Da stand der Block vom USC Münster 17 zu 16. Der Punkt geht auch nach Münster. Ausgleichstreffer 17 zu 17. Punkt für Schwerin, 18 zu 17. Hiroko Hakuta mit der Angabe für Schwerin. Und gleich der Punkt, 19 zu 17. Der war zu weit, 19 zu 18. Kaufeld mit dem 20 zu 18. An Angabe jetzt Berit Kaufeld.
Punkt geht nach Schwerin. Da war noch eine Spielerin vom USC Münster dran. 21 zu 18. Münster 21 zu 19. Eine Angabe Andrea Berg. Punkt für Schwerin 22 19. Dennis Hanke. Punkt geht nach Schwerin. 23 zu 19. Für Schwerin 24 zu 19, das heißt Satz und Matchball für Schwerin. Und auch das ist bekannt. Punkt geht nach Münster 24 zu 20. Wechsel beim USC. Und damit gewinnt der Schweriner SC gegen den USC Münster mit 25 zu 20. Auch den vierten Satz und nach Sätzen 3 zu 1. Und jetzt noch die Aufstellung zur Wahl der besten Spielerin. Beste Spielerin vom USC, Hanna Kutura. So,
Beste Schwerinerin ist die Nummer 14, Hiroko Hakuta.